Hallo Freunde von Velofarships und herzlich willkommen zu einem wirklich kleinen Infovideo. Hier im Hintergrund seht ihr schon das japanische Schlachtschiff Iwami Stufe 9. Das wird es für Kohle geben. Für wie viel ist noch nicht bekannt, wann ist auch noch nicht bekannt. Ebenso im Hintergrund das deutsche Schlachtschiff Mecklenburg Tier 10. Ich verlinke euch die Teaser-Videos oder die Vorstellungsvideos dazu. Wird es für Stahl geben? Man weiß halt auch noch nicht wie viel, aber wir können halt davon ausgehen, dass es wieder um die 30.000, 31.000, 29.000, je nachdem wie Wargaming das Schiff hier wertet auf Stufe 10, dann geben wird. Und Iwami wird eine ähnliche Anzahl an Kohle wie halt andere vergleichbare Schiffe auch kosten. Wann, weiß man immer noch nicht. Und noch ein kleiner Info, ein kleines Info zu den italienischen Zerstörern. Die wird es in verschiedenen Möglichkeiten geben, sie für lau in den Hafen zu bekommen. Nicht nur für den normalen Vorabzugang. Wo sich Wargaming natürlich noch ausschweigt, wie das sein wird, das wird wahrscheinlich in einem separaten Artikel dann genauer beschrieben. Aber es gibt auch Änderungen zum Economic Update 0.11.1, denn da stand es falsch oder es stand nicht genau. Es stand, dass sie an den XP der Stufe 8 und Stufe 10 Flugzeugträger gearbeitet haben, denn man soll mehr XP für das Sinken von Schiffen bekommen, anstelle für den reinen Damage. Das ist natürlich blöd, weil Killsteals geil sind, zumindest für viele CV-Fahrer eh schon zum Alltag gehören und für andere Schiffe meist relativ ärgerlich. Aber es ist anders als gedacht. Wargaming verbessert sich selbst und sagt, Stufe 8 und Stufe 10 Flugzeugträger werden mehr XP für Dealing Damage bekommen, nicht für Killsteals. 5% mehr für Stufe 8 und 15% mehr für Stufe 10. Dafür aber weniger für die gewonnene Schlacht, also für den Sieg. Das ist auch ziemlich verstörend. Wargaming sagte, dass auf diesem Weg hier die Flugzeugträger, die naja, gut performen, aber eine Schlacht verlieren, nicht mehr ganz am Ende des, der Auflistung stehen, weil die XP ja durch den Schaden gemacht worden sind. Wenn man eine Schlacht gewinnt oder ein Gefecht gewinnt, dann wird man aber auch nicht sonderlich mehr bekommen, als wenn es ein Plus gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Es wird quasi der Damage mehr belohnt, als teamdienlich zu spielen. Und es wird noch mehr abgeschwächt, also die Bestrafung des Verlierens, weil man durch den Sieg nicht mehr bekommt, nicht viel mehr. Bedeutet, man verliert durch die Niederlage auch nicht so viel. Ja, das entscheidende Frage ist, ob das nicht genau kontraproduktiv zum Teamsieg sein könnte. Nur so eine Frage. Na gut. Aber das ist noch nicht alles. Es geht auch um die Credits. Anscheinend war die Anzahl der Credits, die man nur durch das reine Joinen ins Gefecht bei einem Stufe 10 Flugzeugträger bekommen hat, zu stark. Deswegen werden sie um 11 bis 12% verringert. Das ist schon krass, ne? Aber das ist nur eine Angleichung an eine andere Schiffsklasse, nämlich an die des Schlachtschiffs auf Stufe 10, die bei vergleichbarem Schaden anscheinend weniger Credits gemacht hat als der Flugzeugträger, weil er einfach so einen hohen Startbonus hatte. Aber auch das ist noch nicht alles. Schlachtschiffe haben anscheinend extrem viel XP verdient, sodass sie meistens auf den ersten Plätzen nach Beendigung des Gefechts standen. Deswegen wird jetzt die verdiente XP beim Schaden anbringen verringert und das um 7%. Sprich, macht ihr vorher 100.000 Schaden zu dann dem Patch 0.11.1, der gekommen ist, werdet ihr 7% weniger XP haben. Nice. Auch zu den immer noch anhaltenden Technical Issues, also den Fehlern, die Wargaming bis jetzt immer noch nicht gefixt hat, gibt es ein kurzes Statement. Game Login dauert ungewöhnlich lange, ja, das bessert sich auch nicht, das ist uns allen aufgefallen. Aber anscheinend soll morgen oder am 22.02. oder am 23.02., also sollte eigentlich schon vorbei sein, ein kleiner Hotfix für alle Server aufgespielt werden. Und auch der Client Crash wird behandelt, der sollte also schon am 22. oder spätestens am 23., also gestern, behoben worden sein durch einen kleinen Hotfix, dass die Games nicht mehr crashen, wenn man reinkommt und mit Standbild quasi das Schiff im Hintergrund rumfahren hört und man kann hupen, aber man kann nichts machen. Bin gespannt, ob das stimmt. Ich werde World of Warships erst wieder am Wochenende anfassen, wenn sich das ein bisschen gelegt habt, aber wir hören uns wie immer in den Kommentaren und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.